Abfahrt. Abfahrt! Warte, Abfahrt! Hype Train! Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte kein Hype Train. Investiert nicht sinnvoll eure Subs in mich hinein. Okay. In mich hinein hört sich so falsch an, ne? Ja, das ist normal. Also. Nee, alles gut. Alles gut. Okay, bitch. Wenn wir beide tot sind oder nach der Runde, sage ich dir was dazu. Okay, bin ich gespannt. Last Soul in the Souls! Ich hab einen roten Jäger gefunden. Ich hab einen roten Jäger gefunden, richtig. Mit Hasenzähnen. Der wurde eher gejagt, glaube ich. Ich habe. Oder so obviously ein Biber. Sorry, das muss, da musste ich reingritschen. Ja, das. Das ist ein Biber. So, ich hab die Leiche oben in der Teekrotzin gefunden. Ich stand eben mit Foxy und Asa, glaube ich, in O2. Ich meine, da war noch jemand, aber ich habe Ich habe da einen starken Bait-Verdacht. Er hat gerade noch gelebt, auf jeden Fall, in der T-Kreuzung. Das dann kannst du den am Download. In der T-Kreuzung? Ja, ich bin. Ja, da, da bei der T-Kreuzung Electric Kid, da stand ich am Download mit ihm. Report-Spam dabei so hoch. Und dann bin ich zum Lichtwegs gelaufen. Ich stehe jetzt am Leitzkasten. Ich glaube, Hash redet noch, der ist nur leise. Du hast einfach über ihn geredet, Chris K. Ja, alles gut, passt. Sorry, habe ich nicht verstanden. Ja, ja, der war super leise. Echt, wurde ich so leise auf einmal? Ja, du warst gerade echt leise, also man hat dich nicht gehört. Okay. Nee, ich bin hochgelaufen, aus O2 hoch, wollte Licht fixen und bin report-spammenderweise hochgelaufen und bin jetzt auf der Höhe von Security in der T-Kreuzung und habe den Report-Button bekommen, habe reported. Also für mich sind Nico, Asa und Foxy auf jeden Fall raus. Also irgendeine Bitch hat mir wieder mal Handschellen gegeben, noch bevor. Also ich war AFK. Ich war AFK. Es ist gut, dass ich den Kauderwelsch im Chat da nicht lesen kann. Entschuldigung. Och man, ist das die Scheiße immer. Ich dachte ja auch, ich habe eine coole Rolle und dann so. Oh. Ja. Ernüchterung. Also es war ein richtig misslungener Versuch, oder, Ruba? Ja. Ich hab vergessen, sieht erbärmlich aus. Nicht nur das hast du vergessen, Bruder. Wen porten wir jetzt? Ich skippe Maul, Nikolai. Das ist eine Schweinerei, sowas lasse ich mir hier nicht unterjubeln. Ich war übrigens gerade im Lab. Chris, hast du deinen Namen absichtlich umgeändert oder wird ich wurde von so einer Bitch angebitscht. Ich hab's schon angezeigt. Wieso, da steht JaxiHC, wo ist das Problem? Ja, hallo, ich nicht mein Name ist verkehrt, euer ist verkehrt, ne? Nur so. Meinst du, ich sehe aus wie The Witcher? Mit langen Haaren, siehst du die? Aber ich fand's eigentlich ganz cool, Chris K. in diese Situation zu bringen. Sollen wir Chris K. suchen und ihn nochmal in eine Situation bringen, in die er nicht möchte? Hallo Chris K. Komm mit. Was für dich vorbereitet, Chris K. Hallo.
Hallo. Hola. Hallo. Battlefangs, danke für den Raid. Kuss, kuss. Und dann bin ich zum Leitzkasten. Da liegt Reskay. Und Andi ist da rumgewuselt und Smaggy ist da rumgewuselt. Also ich bin aus dem Leitzkasten wieder rausgelaufen. Und da haben beide noch gelebt auf jeden Fall. Aber also ich hab's mir da nicht drauf springen sehen, ne? Ich hab den Kill nicht gemacht. Ich glaub aber, dass das eine gute Entscheidung war, dass jemand Chris K. getötet hat. Bruder, warum reden wir um den heißen Brei? Andi hat als Sheriff Chris K. umgelegt. Ich flieg sonst, sorry Andi. Das tut mir leid, aber die voten mich sonst raus. Ich skippe. Ich glaub das einfach noch. Ja, so. Ich warte noch so auf den Guess, aber... Kyra? Skip, schnell, bitte. Hallo? Hola? Einfach um Quiske abzufucken, ihn nicht gegessen. Also ich hab Andi nicht gegessen. Ich glaube aber, es ist schlau, Andi jetzt zu gessen, weil falls es einen Shifter gibt, bevor er Andi shiftet, oder? Ich hab Andi reported, oder? Oder hab ich Roba reported? Weil wenn ich Roba reported hab, dann weiß ich, wer den Kill gemacht hat. Du hast Andi reported. Ah, das ist nicht doof. Das ist doof. Das ist nicht doof, das ist doof? Ja, das ist doof, ist denn... weil ich weiß nicht, ob er sich jetzt erschossen hat oder ob die Person einfach über ihn gelaufen ist oder nicht gecheckt hat. Ja, dass offensichtlich war Andi Sheriff, aber an mir hat er sich nicht erschossen, denn ich hab ein Medic Schild. Das heißt, es muss irgendein anderer sein, der bei uns da steht. Wo ist denn die Leiche? Ich bin reingelaufen und Nikola kam mir gerade entgegen. Und aber direkt hinter Nikola liegt die Leiche. Roba reported. Wer wäre es dann gewesen? Nikolai. Dann auf jeden Fall Nikolai. Der läuft aus einem dunklen Raum raus, wo eine Leiche liegt. Aber wenn Andi vorher gecallt wurde, also ich hatte keinen Report-Button. Ich kann jetzt nicht sagen, ob Hasch da selber gekillt hat, aber ich gehe einfach mal davon aus, wir standen da zu dritt oder zu viert und haben die Weapons-Task gemacht und Andi war da schon am Rumwickeln. Aber auf mich konnte er nicht schießen, weil ich ein Medic-Shield habe, deshalb wird es einer von den anderen gewesen sein. Entweder Nikolai sich erschossen haben oder Nikolai hat getötet. Also an mir ist er nicht umgefallen. Mich wundert halt, wenn Nikolai kam er erst später rein, das aber früher als ihr wieder raus ist aus Weapons. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe meine ganzen Meteoriten abgeschossen und bin dann wieder raus. Schneller als die anderen? Die alle vor dir kommen? Ich ja nicht für. Also ich war die erste mit Andi da drin und ich bin als erstes wieder raus. Und Andi war der zweite, der kurz nach mir rein ist in Weapons. Und du willst mir erzählen, du bist danach rein, hast dann die Meteoriten fertig gemacht, während zwei andere noch vor dir waren und bist dann wieder raus? Ja. Ja. Hey. Ist kalt. Ja. Also ich glaube eher, dass Hash hier den Bait gekillt hat. Nö, schon wieder? Ah ja, schon Hash. Hash ist Kyra, also. Der Baithunter. Oder Miro. Shit, ich habe den zweiten Bait jetzt erwischt. Das ist schon ärgerlich. Ist nicht so, dass mir das nicht schon mal passiert ist. Und dann habe ich noch einen Bloody erwischt. Das Ding ist, sind ja auch noch andere Leute gestorben, ne? Nee, habe ich nicht. Vielleicht waren da ja Lover dabei. Nee, also bei dem ersten Kill warst du das ja auch nicht. Das war obviously Chris K. Nee, Lover kann nicht sein. Kitanto ist schon ein Lover. Was für solche Idee.
Warum fliegt ihr Hash? Das frage ich mich auch gerade. Weil ich glaube, Nikolai ist Killer. Ich brauche ihn noch. Ach, die Runde macht mich so glücklich ohne meinen Sidekick. Holla, Molliger, was geht? Aber keine Sorge, ist die erste Runde. Aber war bisher sehr lustig. Oh mein Gott. Das war der Bait. Das war sehr schön. Ja, die Leiche ist vor mir umgekippt. Das muss der Bait gewesen sein, Nikolai. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe komplett reingeheatet. Ich küsse dein Herz. Sag's weiter, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Ich hatte Pufu da oben gesehen, sehe dich noch reinlaufen in O2 und jetzt reportest du Pufu. Nee, ja, doch, heute war ein schöner Tag. Ich habe immer einen dunklen reportet. Entweder Flux oder heute war gut. Du hast. Nein. Du hast Pufu reportet. Du hattest Pufu reportet. Das stimmt. Also, ich dachte so, oh. Ohne schon Nikolai gewotet. Ja, wenn ihr mich votet, ist falsch. Das kann ich euch sagen. Ist das eine Schweinerei, wenn wir dich voten? Ja, das ist eine Schweinerei. Aber, ihr könnt das tun. Ich vote hier Azar. Weil ich denke, dass Azar Bounty Hunter ist. Ja, glaube ich auch. Stark. Erklär mal. Ja, weil ich kann den Kill nicht machen, weil ich habe keinen Kill-Button. Ich habe einen einzigen Button und sie hat eben schon irgendwie so komisch auf mich gesprochen. Gehe davon aus, dass sie entweder Bounty Hunter oder irgendwas Böses ist. Keine Ahnung. Ich hatte davon auch überhaupt nichts zu dir gesagt. Aber ich finde die Schlussfolgerung Bounty Hunter sehr wild, muss ich gestehen. Es sind da gerade sehr viele Kills passiert. Und wie gesagt, ich habe auf einer dunklen Leiche gestanden, die ich reportet habe. Nee, du hast Pufu reported. Ja, ich also habe vielleicht Pufu reported, aber da lag eine dunkle Leiche. Hola, Ibra. Und ich mache euch da gerne von gleich einen Clip und schicke euch den. Ja, den Clip brauchen wir nicht. Ja, das ist ja egal. Soll ich dir was sagen? Du reportest immer die frischere Leiche. Das heißt, wenn du Pufu neben einer anderen Leiche gekillt hast, weggegangen bist und versucht hast, die andere Leiche zu reporten. Nee, ich bin gerade weil ich runter zu den Wasserrädern wollte. Ja, und im Eingang von den Wasserrädern stehst du und neben mir stand Pufu und Pufu ist jetzt tot und den hast du reported. Kann Pufu auf Nikolai geschossen haben, Azar? Könnte natürlich sein. Ja, ich vote dich dafür, Bruder. Ja, glaube ich nicht. Ich war mehr. Smaggy, seine zwei Votes hatte er vorhin von mir. Ja, dann bist du zurechtgeflogen. Hola. Nico liegt vor der bis gerade eben verschlossenen Lab-Tür. Ich bin über Specimen Lab Richtung Lab-Ausgang gelaufen. Wollt ihr mit mir reden? Ja. Also sorry. Nach dem Vot hat Nikolai ja letzte Runde die Wahrheit gesagt, ne? Da muss Azar hier auf jeden Fall. Wir hatten 7 Votes.
Ja, das muss ja gestimmt haben. Asa hatte 2 Votes. Genau. Ich habe Nikolai gewotet, sie hat Nikolai gewotet. Tob, wen hast du gewotet, die Runde davor? Aber warum muss ich dann unbedingt Killer sein? Ja, weil nur du bei der Leiche warst. Der hat dich ja hart dafür gesasst. Wenn ich gewotet habe, ist doch eindeutig, wenn er seine 2 Meier-Votes auf Asa gibt. Es ging nur darum, um irgendwie das festzustellen. Ja. Geh auch davon aus. Vor die Runde hatten 4 Leute auf Nikolai gewotet. Das war mit Sorry, Tob, also dass ich auch. Dich was frage. Sorry. Was fällt hier auch ein, also wirklich. Aber ich glaube ich als Kuh habe hier verloren, weil wahrscheinlich noch mehr als ein Killer drin ist. Oder Asa ist wirklich Bounty Hunter. Ich weiß es nicht. Asa, sorry, aber du kriegst dein Wort. Da ist halt nichts mehr. Asa wurde okay, einfach Kaira. Hab ich sowieso gemacht. Kaira ist 100 pro Killer. Ich hätte gehofft, dass hier noch ein paar böse Neutrals drin sind. Tiebreaker, Kaira. Nee, ich bin Chameleon. Ah, das wurscht. Hätte eh nix gebracht, also. Stimmt, komm Asa nach oben, Dropship. Also erst killt ihr nicht und wenn dann die Kills fallen, dann killst du die wohl schon. Das ist sehr freundlich. Halt, stopp, wir haben hier was Wichtiges zu klären. Ja, erste Runde wollte ich Border-Kills machen. Komm, also ich hab dein Skin durch die Wand noch gesehen, ne? Durch die Tür, wie du gekillt hast. Wow. Jetzt? Jetzt, I'm ready. Let's go. Aua, Alter. Das war wieder so ein. Dass Andi nicht das nicht geschossen hat, Maggie. Warum sollte er auf mich schießen da? Wenn du not called hast, ist mit so einer Stimme, als wärst du Killer. Hä? Ich hab gar nichts zu dem Meeting gesagt. Nein, wo er gekillt hat, hast du ihn. Ja. Natürlich, gesagt, weil ich wär safe geflogen. Ich wurde dort gecallt, da ist jemand tot.